Fotografen Stefan Belloff und sein schwarzer Maurer BMW in der Formel 2. Belloff führt ja die Europameisterschaftswertung an mit 2 Siegen in Silverstone und in Hockenheim. In Sraxton hatte es dann nicht geklappt. Er hatte den Motor überdreht. Der 24-Jährige hatte ganz klein angefangen bei den Go-Karts. Hier sehen wir ihn mit dem weißen Sturzhelm in Oppenroth bei einem deutschen Meisterschaftslauf. Und schauen Sie, wie geschickt er hier seine Führung verteilt. 1980 belegte er in der Europameisterschaft bei den Karts Platz Nummer 7. Deutscher Meister war er nebenbei gesagt auch. Im vergangenen Jahr fährt Belloff in der Formel 3. Er wird Dritter in der deutschen Meisterschaftswertung. Die Formel 2 und die Formel 3 ist schon ein Unterschied, allein schon von der PS-Leistung her gesehen. Und auch die ganze Technik ist sehr ausgereift, jetzt schon in der Formel 2. Und es darf doch eine sehr divisile Arbeitsweise, das Auto dann hundertprozentig abzustimmen auf die jeweilige Rennstrecke. Die Nordschleife des Nürburgrings lernte Stefan Belloff erst in dieser Woche kennen. Am Freitag bei gutem, am Samstag bei schlechtem Wetter. Der Maurer BMW leistet 320 PS. Das Fahrwerk und die Karosserie wurden von Gustav Brunner, früher ATS, konzipiert. Stefan Belloff zum ersten Mal auf dem Nürburgring, auf der berühmten, aber auch gefürchteten Nordschleife. Was ist das für ein Gefühl für Sie als Newcomer? Ja gut, man muss sich natürlich erstmal eine gewisse Zeit lang an die Strecke gewöhnen. Aber dann ist es doch eine wahnsinnig gute Rennstrecke, weil sie doch für den Fahrer sehr viel darstellt und auch einen großen Anspruch an den Fahrer stellt. Aber nicht nur der Sport, nicht nur die Technik spielt eine Rolle, vor allem das Geld. Ein junger Fahrer muss heute Geld mitbringen, wenn er in so ein Auto steigt. Was bringen Sie mit? Richtig, das ist richtig. Normalerweise muss man schon Geld mitbringen. Und wir sind auch momentan noch dabei, Sponsoren aufzutun oder Sponsoren zu suchen. Und deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, ich bin im Moment wahnsinnig dankbar dem Herrn Maurer, dass ich im Endeffekt für ihn fahren darf, weil ich darf ja fahren und ich habe ja kein Geld mitgebracht, momentan noch nicht. Und das muss man ihm doch sehr hoch anrechnen. Hierzu Teamchef Willi Maurer, der Stefan die große Chance gab. Wir sind ein deutsches Team in der Formel 2 mit einem deutschen Auto, mit dem Maurer MM82. Und da lag es natürlich sehr nahe, auch einen deutschen Fahrer zu engagieren. Ich glaube eben, dass der Stefan Belloff der Einzige ist im Moment in Deutschland, der das Zeug dazu hatte, ganz groß rauszukommen. Ich habe ihn in der Formel 3 beobachtet. Dass sein Erfolg natürlich so schnell kommt, das konnte keiner voraussehen. Wo sehen Sie seine Stärken? Seine Stärken liegen sicherlich in der kämpferischen Einstellung und dass er mit jedem Auto auf Anhieb sehr, sehr schnell sein kann. Und seine Schwächen, was kann auch besser werden? Gut, seine Schwächen sind natürlich, dass er natürlich mit dem Auto noch sehr viel arbeiten muss, dass er an sich noch sehr viel arbeiten muss, bei der Abstimmung etc. Aber da helfen wir ihm sehr im Moment bei und das glaube ich schon, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wie sieht die finanzielle Seite aus? Normal, da muss ein Fahrer ja heute Geld mitbringen, wenn er in einem Rennstall fährt. Wie ist es bei Stefan? Die finanzielle Seite ist an sich das Traurige an diesem Kapitel. Denn es ist endlich mal gelungen, nach langen Jahren ein deutsches Team ganz vorne zu etablieren. Dazu noch ein deutscher Fahrer mit dem deutschen Motor dazu. Und trotzdem ist es im Moment das Finanzielle beim Belloff in keinster Weise abgesichert. Und das stimmt einen irgendwo schon sehr traurig. Wie decken Sie die Lücken? Im Moment ist es so, dass die ersten 4-5 Rennen eben durch den Sponsor abgedeckt ist. Dann hilft BMW noch mit Motoren. Und für den Rest ist es so, dass eben der Belloff selbst dafür bürgt. Und das ist natürlich eine etwas traurige Geschichte, dass ein Fahrer seine Einsätze selbst zahlen muss. Auf Startblatt 1 der Belgier Tassin. Es war eigentlich eine Überraschung, dass er diese Position hatte. Der eigentliche Favorit, aber der Fahrer mit der Nummer 32. Thierry Boutsen, Vorjahrssieger, Vize-Europameister. Stefan Belloff auf Position Nummer 4. Und dann der Start der 29 Wagen bei guten Witterungsverhältnissen, trockener Strecke, 50.000 Zuschauer. Die Spannung war riesengroß. Wie würde sich Stefan Belloff schlagen? Gambiani, sein Teamgefährte, schied bereits kurz nach dem Start aus. Und dann die Spitze. Tassin, Boutsen, dann Palmer und auf Platz Nummer 4 schon Stefan Belloff. Das läuft eigentlich ganz gut, dachten die Fans auf dem Ring. Und es wurde noch besser. Boutsen übernimmt nach einer Runde die Führung. Dahinter Tassin und Stefan Belloff bereits auf Platz Nummer 3. Hier die Durchfahrt nach der ersten Runde. Palmer zurückgefallen. Und dann Belloff sogar Zweiter. Direkt hinter Thierry Boutsen aus Belgien auf seinem Honda. Der Maurer BMW von Stefan Belloff
dem 24-jährigen Karosseriemeister. Ein tolles Rennen, die Fans waren überglücklich. Das hatte man Bellof auf diesem schwierigen Kurs nicht zugetraut. Noch 6 von 9 Runden zu fahren und Boutsen plötzlich alleine in Führung. Corrado Fabi jetzt Zweiter. Wo ist Stefan Bellof? Da rollt er an die Boxen. Aus der Traum vom Sieg auf der Nordschleife des Nürburgrings, aus der Traum vom Platz in den Punkten, in Positionen 1 bis 6, ein Reifen muss gewechselt werden. Das alles geschieht innerhalb von 40 Sekunden. Und dann geht Stefan Bellof wieder ins Rennen. Scheinbar aussichtslos zurückgefallen auf Position Nummer 11. An der Spitze jetzt ein hartes Duell zwischen Boutsen, dem Belgier, und Fabi, dem Italiener. Honda gegen BMW. 6-Zylinder gegen 4-Zylinder. Cecotto, der ehemalige Weltmeister der Motorräder, er liegt jetzt auf Platz 3. Dann die übrigen Wagen. Wo ist Stefan Bellof? Er kämpft sich Runde um Runde nach vorn. Letzte Runde. Ein erbitterter Kampf um den Sieg. Boutsen Belgien vor Fabi Italien. Dann Cecotto aus Venezuela. Und mit der Nummer 1 Aitchison, der Engländer. Und dann Bellof auf Platz Nummer 5. Eine Riesenüberraschung. Er hat es doch noch geschafft, in die Punkteränge zu fahren. Formel 1-Zirkus herrscht zurzeit zum Frieden. Training auf der für die Zuschauer zweifellos schönsten Rennstrecke der Welt in Brands Hatch, wenige Kilometer südöstlich.